viel Glück und dann komm gleich gut an, ne? Ja, danke. Und wieder in Weltmeisterschaft, ganz viel Glück. Ja, danke. Bitte. Perfekt, danke. Jetzt bitte mal alle zuhören. Wir laufen bis zu Douglas, da wo Orsay am Haus steht, seht ihr das? Ja. Und dann links. Ja. Und dann wieder links auf die Kappelstraße. Noch mal alles mit. Hi. Ja? Vier. Nee, aber wir gehören... Auch so. Ja, so ungefähr. Ja. Zwei Staffeln. Danke. Ja, danke. Sauerland-Sport. Jetzt hier erste Mal. Ja, erste Mal jetzt. Jetzt hier mein Partner. Da sind noch zwei weitere, aber ich weiß nicht, wo die sind. Deswegen, wir geben unser Bestes. Danke. Der Staffelstab getauscht. Wer hier schon öfter mal gelaufen ist, in den letzten Jahren hatten wir eine Wechselzone hier in diesem Bereich, also vor der Bühne. Das ist jetzt anders. Ihr lauft alle erst durchs Ziel. Und nach dem Ziel, wir werden da gleich noch mit Kreide eine Linie aufzeichnen, 10 Meter nach dem Ziel, in dem Bereich muss der Staffelstab übergeben werden. Wir laufen als Läufer 2x1 Kilometer. Ich habe das auf die Webseite geschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass das Dialysezentrum Lippstadt hier bis 13 Uhr geöffnet sein musste, haben wir den Lauf ja vorgezogen. Und wir laufen 2x1 Kilometer Runde, bevor wir dann den Staffellauf an den zweiten Partner oder zweiten Staffellaufläufer weitergeben. Ja, ist das verstanden oder gibt es irgendwelche Fragen? Okay, gut. 2. Auf geht's! Hinter 2 Kilometer. Ich muss mich leider ein bisschen beeilen. Ja, das ist mit der Startnummer 2005. Das ist Vasilis Laufteam. Da sehe ich die Startnummer nicht, das kann ich nicht erkennen. Das ist vom Team Sauerlandsport, ne? Und Backwerk läuft auf Platz 3. 2018. Das ist Dirkmann Thomann und Lasolte mit der 2001 Team Tiger. Und die 2017, das ist natürlich Thos Manning von Langsam aber Glücken. Wir machen hier keinen Quatsch. Mit der Startnummer 2005. Das Vasili-Laufteam geht mit der zweiten Person auf die Strecke. Das könnte Nina Sprengkamp sein. Weil nur eine Dame im Team ist. Ich bin schlau. So. Platz machen, die rausgelaufen sind. Finisher-Getränke nehmen. 2021, das ist das Team Sauerland. Und das Team Backwerk mit der Startnummer 2019 geht auch auf die zweite Runde. Luis Kemmerling und Jan Schnell, die wechseln sich gegenseitig ab. So, mit der 2018 Taekwondo Lasolte auf die nächste Runde. Mit der 2006 auf die nächste Runde. Und der SCDJK Lippstadt geht auf die nächste Runde. Und Thos Manning vom Team Langsam aber Glücklich hat auch den Staffelstab weitergegeben an Jennifer Minneke. Langsam aber glücklich. Das Team von Andreas Winter, Jennifer Müller, Andreas Arm 4 und Arm 5. Auch Staffelwechsel auf die dritte Person.
Du brauchst den Staffelstab reinhauen, das ist ein Euro. Eins, ja. Da kommt das Fahrzeug mit den Führern an und ich denke auch mit dem Sieger. 24,48, also knapp 25 Minuten per Kilometer mit der Startnummer 2005. Das ist Luke Kronenberg, Titelverteidiger, erneut Staffellaufsieger, Jürgen Verbandenberg. Wie war's, Junge? Geil. 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 Top. Claudio Turco ins Ziel. Zweitplatzierter, wenn ich jetzt aufgepasst habe. Das Team Sauerland-Team. Und so, mit der 2017 läuft das nochmal für langsam aber möglich. Mit ebenfalls an seiner letzten Runde. Das nächste andere Team. Welches ist Ziel als Drittplatzierter? Jan, weitergehen! Okay, Entschuldigung. Ja. Jetzt sind wir der nicht stehen bleiben. Weitergehen, Hände hoch. Und vor allem aus dem Weg gehen. 2, 1. Hey! Hey! Der ist so an mir vorbeigezogen. Ja, ich habe mich total. Der läuft ja auf 4 Runden. Ich bin total überfordert. Achso, stimmt. Da sieht er nicht nach. Nein, alles gut. Er muss erst eine rauchen, dann geht's wieder weg. Ja, erstmal noch nicht. Das ist die 5. So, wo ist der Hahn? Da ist er. Lass uns die Pokale übergeben vom Ausrichter. Der SC Lippstadt unterstützt uns jetzt schon seit 3 Jahren. Waren die Handballer wunderbar schnell. Das Team SC Handball läuft. Platz 3, Team 2 mit Sias Brun, Thomas Niehage, Silas Puppe und Jan Nico Isaac. Kommt nach oben, kommt! Kommt hoch. Habt ihr euch verdient. Ja. Ist versichert der Mann, alles ist gut. Ja. Die sparen am Material, die machen nur noch 2 mm Lippe darüber. Komm, bleibt hier bei uns. Wir holen den Zweitplatzierten rauf. Kurzfristig davon gehört, dass der Staffellauf hier ist, hat sich das Team angebildet. Platz 2 mit der Startnummer 2021, Karl Schmidt, Kleinschmidt, Leon Schmidt, Rosanna Leiskopf und Claudio Turco vom Team Sauerland. Claudio Turco, wo seid ihr? Da kommen sie. Ja, hat noch ein bisschen aufgeholt, aber ganz nach vorne hat es nicht mehr geklappt, da war der Vorsprung zu groß. Nächstes Jahr Schreiter, alles gut. Kommt nach oben auf die Bühne, holt euch den Pokal. Ja, und souverän Start-Zielsieg und Titelverteidiger aus dem letzten Jahr mit der Startnummer 2005. Das Team Vasilis, Laufteam 1. Dazu gehören Vasili natürlich, Jan Nina Sprengkamp und Luke Kronberg. Komm nach oben. Herzlichen Glückwunsch. So. Nehmt die Mädels hier in die Mitte. Lena, komm hier nach vorne. Kommt hier nach vorne. Kommt nach vorne. Schön nach vorne. Alle nach vorne. Pack ich dich. Komm nach vorne. Gib ein bisschen eine Hocke, genau, ihr geht näher ran, schön, der Arm an der Seite, so passt. So, ihr Feuer frei, 1, 2, 3, Jubel und Applaus. Ja, nächstes Jahr heißt 3. Oktober, das können man sich merken, Tag der Deutschen Einheit. Dazu haben wir uns jetzt entschieden, dauerhaft den Lauf hier rund um den Bernhardbrunnen am 3. Oktober zu machen. Ich sage euch danke. Wer jetzt noch den 6er laufen will oder vielleicht den 10er, der meldet sich noch an. Ansonsten bis zum nächsten Jahr. Hey! Ah, oh, sehr gut. Konkurrenz zum Ende. Was soll ich machen? Immer die gleiche. Bis zum Start um den 6 Kilometer jedermann laufen. Den Wacker-Pokal und die Volksbank-Deckung im Start.
Hier im Lauf. Kilometer Lauf, erstmalig hier im Rahmen des Intersport am Staffellauf. 3 Runden a 2 Kilometer. Die Strecke beim Internet dürft ihr da wissen. Ansonsten wird man da hinterherlaufen. Das wäre auch nicht so schwierig. Also wer das dritte Mal die Startziele erreicht hat, hat gefinisht. Okay? 2! Start! Komisches Teil da oben drauf. Die Zehner laufen. Das ist eine schöne flache Strecke. Jawohl. Schnelle Strecke. Oh, 143, 149 das eine. So, da kommen die nächsten Rollteile auf ihre zweite Runde. Mit der 137 Arthur Kühl, mit der 417. Das ist Jennifer Mieder. Wenn die erste Frau da dann schon aufpasst. 100 und 152, da kommen zwei weitere vom Autohaus. Opel oder Autohaus Fabrik GmbH in Anrufe. Der Jesko Rolf. Und da kommt der Chef, was ich gerade gesagt habe. Am 8. Oktober hat er Jubiläum mit 175 Takte auf der Typ Energetiker mit Frank Oswald und seinem Team. Mal jetzt, oh, da kommt der Sieger mit der 127 im Ziel, Lennart Möllenbaum, klasse, und mit der 287, Kai Grennemeyer, Grillplatz hinter, 426. Maren Philipp. Super. Super, Puste weg. Spaß gemacht. Spaß hat auch gemacht. Sehr gut. Dann noch viel Spaß heute. Danke. Ja, 149, Juri Federau vom Team Tiger. Mit der Startnummer 130, ebenfalls im Ziel. Sander Höcke. Ich werde alt. Oh Mann, das wird immer schwieriger. Aber trotzdem bleibe ich immer dran. Vorbild bist ja du. Keine Puste mehr. Ist trocken, alles trocken. Trink dir erstmal was. Das will ich auch. Danke. Bitte. Und da kommt die erste Frau ins Ziel mit der Startnummer 470, Jennifer Mieder.
schon. Ich glaube schon. Anstrengend. Aber schön. Viel Spaß noch. Das ist gar nicht viel. Ja. Gut. Na, an der zweiten dran, aber im letzten Moment. Ja. Aber. Genau. Danke. Danke, Marleen. Ja, und? War gut? Ja, klar. Was wir noch sind? Ja. Dann noch viel Spaß. Danke. So, wir fangen an mit der Siegerehrung der Männer. An, kommen Sie zu uns hoch. Ja, macht nichts. Gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter. Wir haben es gesehen, in einer Zeit von 22,56, Platz 3 mit der Startnummer 426, Philipp Baron. Philipp, wir haben hier eine trockene Bühne, du kannst zu uns kommen. Starte da durch, Platz 3 der Männer. Nimmt den richtigen, nein, nicht Volkswagen, nimmt da genau, wo der Name drauf steht. Genau so. Und nicht die Deckel wegschmeißen, mein. Platz 2, 5 Sekunden schneller, Startnummer 287, Kai Glennemeyer. Super Kai, klasse Zeit, bitteschön. Ja, das ist die Jugend von heute. Gucken die Mädels nicht hinterher, laufen lieber. Laufen lieber weg. So, Platz 1 vom Soester TV Handball B-Jugend in einer Topzeit 22,47 mit der Startnummer 127, Lennart Müllenhoff. Wir holen die Mädels dazu. Mit der Startnummer 164 vom Happe Baustoffmarkt. Ja, also, ich dachte lange, kommt nichts. Regina Rumstadt, Platz 3. Kommst du hoch, geht's? Platz Nummer 2 in einer Zeit von 30,14. Startnummer 299, Anja Reuter. So, und erste Siegerin hier in Lippstadt über die 6-Kilometer-Strecke beim Backwerk Jedermannlauf in einer Zeit von 29,47 mit der Startnummer 417, Jennifer Miedadeck. Hey, Miedadeck, Entschuldigung. So steht sie in meiner Ausschreibung, das ist Jennifer Miedadeck. Wenn ich vor mir steht, sehe ich sie natürlich und kenne sie auch, verdammt. Super. So, ich gehe in den Ring, ihr kommt hier vorne, wir machen ein schönes Bild. Die Mädels kommen nach vorne, die Herren kommt nach vorne, kommt. Mein Deo ist super, kommt noch näher. So, die Jungs da über, ein bisschen über die Lücke. Genau, kommt hier auf die Lücke. Sponsoren, einer rechts, einer links. Du guckst dazwischen, genau. So, 1, 2, 3, Top-Bild. Ja, seit 3 Jahren beim Intersport am Citylauf dabei. Heute haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem Regen, aber ich denke, es gibt keinen Abbruch. Ihr hattet ein gutes Team, es hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht und das ist egal, das Wetter. Das müssen wir durchziehen. Okay, dann lasst uns auch mit der Siegerehrung beginnen. Platz 3, Gesamtzeit 2 Stunden 49 Minuten 22. Erstmalig hier beim Citylauf. Team Happe Baustoffmarkt 1. Bestehend aus Tim Müller, Jürgen Müller, Johannes Happe, Verena Kuckuck und Katja Flottmeier. Kommt nach oben, jetzt gibt es sogar 2 Pokale, wir haben gar nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden, der Pokalmensch, der hat so gut gemeint. Dann könnt ihr dann in der Frauenabteilung streiten. Ja. Okay, Platz 2, ebenfalls Sponsor seit der ersten Minute hier beim Citylauf von Intersport Arndt am Bernhardbrunnen. Nächste Woche Jubiläum und vor allem die Tag der offenen Tür, das Energetikum 1.
mit Tim Fanku, Cesar Rodriguez, Erik Quarta, Matthias Diekhaus und Ulrich Risse. Die sind schon wieder im Training. Da ist noch, komm, dann ist das. Ja, na klar. Du musst den Pokal für die Frauenwertung übernehmen. Für wem ist welcher? Einer für die Frauen, einer für die Männer im Team. Dann den Frauenpokal wieder abstellen. Okay, so, und Sieger. Ich sag mal erst die Namen. Tim Rehfeld, Kevin Tums, Yannick Striethorst, Yannick Heckmann und Henrik Merkschulte. Titelverteidiger Volksbank Beckum Lippstadt 1 beim Volksbank Beckum Firmenlauf. Also, alle Mann nach vorne, sind wirklich nur Männer, ne? Starke Leistung, 2 Stunden 17, 34 Gesamtzeit, durchschnittlich somit 26 Minuten. 1, 2, 3, Jubel! 1, 2, 3, Applaus! Okay, ein Bild noch. Und dann sag ich...